So, dann herzlich willkommen zur Wochenendsendung mit Analysen und einem kurzen Rückblick auf die letzte Woche. Also, dann fangen wir an. Ja, fangen wir mit dem DAX an. Das sind jetzt alles noch Chartbilder von letzter Woche. Und hier wurde ja immer diese Zone schon, nicht nur eigentlich letzte Woche, eigentlich fast ja Anfang des Jahres eben angesprochen, 9650 und 9550. Angekommen im Tief sind wir jetzt bei 9460 oder ja 60 rum. Und der Schlusskurs, ja auch Wochenschlusskurs, liegt jetzt, muss man sagen, halt im Prinzip leider jetzt runter. Aber ich sehe das jetzt hier, weil halt auch Amerika mehr oder weniger genau das jetzt endlich getan hat, was ich wollte, sehe ich das jetzt nicht so kritisch. Ja, dass der Schlusskurs auch auf Tagesbasis jetzt unterhalb diesem Unterstützungscluster liegt. Montag sind ja die US-Märkte zu, wegen Martin Luther King Day. Und hier könnte sich jetzt eben der DAX und auch eben mit die Futures werden ja weitergehandelt, könnte sich jetzt hier einen bullischen Tag ergeben. Vorausgesetzt, ich meine, das muss man jetzt immer in der Hinterhand haben oder im Hinterkopf haben, was eben in Asien passiert. Aber die können ja auch nicht dauernd nur fallen und dauernd Abgaben produzieren. Deswegen bislang hier, deswegen ist es auch nur ein Kurzausblick erstmal für nächste Woche. Sollte definitiv eine positive Woche werden mit einem möglichen Rücklauf bis 9950. Hier in der letzten Woche würde ja hier auch mehr oder weniger das Maximalziel bei 10.200 eben gesehen. Ganz wurde eben die Marke nicht erreicht. Hier im Nasdaq würde jetzt hier die Zielzone erreicht, das Gap fast punktgenau geschlossen, das Gap geschlossen und der Markt hat 60 dort genau gedreht und eben Schlusskurs war 60 Punkte darüber. Das ist jetzt hier erstmal die Einschätzung. Hier dürfte jetzt auch ein bisschen Platz nach oben sein. Ich melde mich dann mit einem anderen Video am Sonntag wieder.